Was geht ab, liebe Sportfreunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren riesigen, frostigen Folge. NHL 21 BA Pro. Vorweg ein riesen Dankeschön für alle eisigen, frostigen, sportlichen Supporter da draussen, die letzte Folge so hammertatkräftig unterstützt haben. Mit einem Like, mit einem Kommentar, was auch immer, ein riesen Merci von mir an euch. Wir nähern uns am Saisonspiel Nummer 1. Wir befinden uns aber noch in der Preseason. Das ist natürlich enorm wichtig für die Jungen, um sich in Szene zu setzen. Ich bin aber der Meinung, dass wir die Preseason überspringen und gerade mal Tacheles reden und das spielen, wo eigentlich auch um Punkte geht und die Preseason-Game ja, bei euch ein bisschen wenig Spannung aufkommt, bei mir ein bisschen wenig Spannung aufkommt, also unter dem Strich kommt es wenig Spannung auf. Und dementsprechend, gut, beim 6-5 gegen Philly ist genug Spannung aufgekommen, ist ein sehr, sehr geiles Spiel gewesen, aber nichtsdestotrotz ist es halt um nichts gegangen und das möchte ich ändern. Und ihr könnt gerne mal reinschreiben, soll in Zukunft öfters einmal simulieren, das heisst, wir werden mehr Saison spielen, das heisst, wir werden jetzt nicht eine Saison durchspielen mit den Rangers, sondern wir spielen jetzt vielleicht 10 Spiele mit den Rangers, den Rest tun wir simulieren, hängt dafür aber eine zweite oder eine dritte Saison an und dafür in einem anderen Team. Möchten ihr, dass wir das so spielen oder habt ihr lieber, dass wir das durchgehend spielen, jedes Spiel, abgesehen von Preseason, die werden jetzt unabhängig simulieren, das könnt ihr jetzt gerne da mal unten reinschreiben. So. Und jetzt simulieren wir mal die Preseason. Hoffen wir verletzen uns nicht, weil sonst muss ich die ganze Aufnahme nochmal machen. Das werden wir natürlich dann nicht machen. Preseason geht bis mit den Carolina Hurricanes. Und das erste Spiel werden daheim gegen Nashville Predators. Simulieren bis zu diesem Tag. Das werden wir natürlich machen. Ich hoffe, wir werden es als Spieler nicht allzu verkacken. Der Coach möchte auch noch ein bisschen was für uns. Hi, Fly! Ich bin total zufrieden mit dir. Mach weiter so, okay? Ich will keinen Zweifel haben, wenn ich dich ins Team hole. Wir machen jetzt aber ein bisschen auf Teamspiele. Entspann dich, Fly. Du machst es toll. Bleib einfach fokussiert. Also, der Coach hat eigentlich unser Gespräch haben und doch nichts sagen dabei. Das finde ich immer so überflüssig, wenn man irgendwelche Gespräche hat und so auch im Real Life, wo nichts sagen sind, das ist Zeitverschwendung. Jungs, wenn ihr etwas sagen wollt, dann Tacheles reden, schiessen aus der Hüfte, piu, piu, piu. So, also, EPs, wir werden die mal verwerfen, ihr könnt sagen, ob ihr die noch wollt, dass wir die Anzeige kriegen oder nicht. Wow, kaum sind wir selber nicht drin, kassieren wir eine krasse Niederlage nach der anderen. Also, hey Fly, du schlägst dich gut, aber für einen Platz in diesem Kader musst du dich gegen einen knallharten Konkurrenten durchsetzen. Klar, Coach, verstehe ich, werde noch härter arbeiten. Also, Marke ist gesunken, aber das Teamspiel ist gestiegen. Wir denken, wir werden am Anfang nicht unter den ersten zwei Linien sein, die müssen wir wahrscheinlich auch erst erarbeiten. Für das wäre natürlich Preseason hervorragend, aber wie gesagt, so viel Spiel, wo es um nichts geht, wohl es geht um unsere Zukunft, aber möchte ich eigentlich nicht spielen. Coach hat wieder ein Gespräch mit uns. Und die Vorsaison ist vorbei, Pico. Einige Details können wir zwar noch polieren, aber du bist im Kader. Yeah, geil, wir haben es geschafft. Wahnsinn, Coach. Ich wusste, ich krieg das hin. Ja, als Erstpick hätte ich mir auch nichts anderes erwartet. Wir haben noch einiges zu tun. Ab jetzt wird die Luft immer dünner. Ich hoffe, du bist bereit. Klar, bin ich bereit dafür. Wir sehen uns später. Also, wir haben es zumindest mal ins Kader geschafft, was sehr, sehr wichtig ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und um was geht es jetzt noch? Hey, ich will auch mithören. Highland, Sack. Auf jeden Fall haben wir es mal geschafft, zumindest ins Kader auch mit simulieren. Das ist schon mal nicht schlecht.
Das erste Preseason-Game und schon wieder ein Gespräch mit dem Coachy-Coach. Also, Pico, Sie wurden vom Draft-Floor gedraftet. Sie haben die Vorsaison gespielt und jetzt sehen wir Sie im NHL-Debüt. Was erwarten Sie von diesem Spiel? Ich freue mich darauf und rechne mit einem schwierigen, aber schönen Spiel. Im Moment bin ich total fokussiert, also machen wir es bitte kurz. Ich muss meine Konzentration halten. Das ist verständlich. Noch eine Frage. Wie würden Sie sich selbst als Spieler beschreiben? Ich bin großartig, was sonst? Kennt Ihr den Typ mich nicht? Entschuldigung. Kennt Ihr Typen mich nicht, noch nicht? Ja, alles klar. Das schaust komisch Deutsch. Ich würde mich also zukünftig Karl Gewinner beschreiben. Ja, überzeugend. Nichts anderes erwarten wir von Ihnen. Viel Glück. Also. Easy. Marke ist gestiegen. Die richtige Antwort haben wir gegeben. Aber es ist ein bisschen schwer, den Aussatz zu kristallisieren, auf was es schauen. Wir haben ja auch schon überzeugend gemacht und irgendwie hätten das die Leute echt nicht überzogen. Mega strange. Also, erstes Preseason-Game. Wir werden jetzt aber da noch ein paar Sachen machen. Und zwar haben wir noch. Wöchentlicher Wachstum, ja. Trainings können wir nämlich noch vergeben. 7 insgesamt. Bullis würde ich gerne ein bisschen machen. Seitlich bewegen müssen wir nicht. Offensive Stellungsspiel, braucht 4 Stunden, ist extrem, aber. Schlagschuss, Sprints ist nicht schlecht. Schlägerhandling, das wäre auch nicht schlecht. Und da haben wir noch 2 zur Verfügung. Let's take a look at the rest of the action on the ice tonight in the National Hockey League. Oh, the Canadians were in tough 2 Stunden da kraftvoller Antritt. Und dann haben wir dieses Training einmal vergeben. Dann haben wir noch Fähigkeitsbaum, wo wir uns sicherlich noch was reinpfeffern. Wir haben ein Overall von 73 und das in der NHL. Das haben sie einfach noch ein bisschen unrealistisch gemacht. Vancouver posts the overtime winner and come away with the extra point. Sinne, wir könnten da noch Sinne vergeben. Nein, MP haben wir keine. Also da müssen wir definitiv eh noch warten auf irgendetwas. Dann haben wir noch Gespräch, GM. Das werden wir natürlich uns auch noch anschauen. Was der Generalmanager da noch will für uns. Pico, du wolltest etwas mit mir besprechen, oder warum geht's? Eigentlich habe ich nichts. Ja, ich bin mir das Ganze gut im Überlegen. Ich will zu einem anderen Team getradet werden. Nichts, ich wollte nur Hallo sagen und an meinem schönen Tag wünschen. Okay. Also, zukünftig, ihr könnt hinschreiben, ob wir in einem anderen Team spielen sollen oder bei den Rangers bleiben wollen. Oder wir können das Gespräch beenden. Ich bin der Meinung, dass wir mal die Saison starten mit den Rangers. Schauen wir an, dass es führt. Wenn das Team mit der Saison überhaupt kein Playoff-Kandidat ist, dann wechseln wir. Und sonst werden wir die Saison dort beenden. Also, wir können zum Beispiel dort einen Trade machen. Oder uns für einen Trade anfordern. Was natürlich als Rookie noch keinen Sinn macht. Aber ja, wir könnten es. So, an dieser Stelle mache ich da auch schon bereits eine Pause, weil ich es in der letzten Folge gesagt habe, wir werden ab und zu mehr Gameplay machen und ab und zu mehr uns als Spieler versuchen zu entwickeln. Da ist jetzt mehr Entwicklung gewesen. Im nächsten Spiel werden wir dann im Gameplay gegen Predators, gegen den Roman Josi spielen. Also bis dann, euer Pico und tschüss.